So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit einem alten neuen Spiel Joint Task Force. Ja, ich habe jetzt erstmal eine ganze Zeit hier rumgemuddelt, um es überhaupt erstmal ein bisschen einzustellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Mir hat es auf jeden Fall immer einen Heidenspaß gemacht. Und ja, wir werden sehen, ob es euch gefällt. Ich würde sagen, ich starte hier mal rein. Ne, Spiel starten. Ach, Kampagne muss ich drücken, genau. So. Ihr seht kein Mauszeig, das tut mir leid, aber irgendwie war das schon im Let's Play so. So. Somalia, geplagt von Armut, Hungersnöten und Kriegen. Der mächtigste Warlord dieses Landes, Akil Farah, hat jüngst die rechtmäßige Regierung gestürzt. Ganze Volksgruppen werden von ihm verfolgt und ausgelöscht. Der Protest der internationalen Völkergemeinschaft hat nur dazu geführt, dass seine Truppen nun auch noch Jagd auf Blauhelmsoldaten und Hilfskonvois machen. Glaube, ich habe genug gesehen, General. Major! Denken Sie daran, dies ist der erste JTF-Einsatz. Und alle Welt schaut Ihnen zu. Also keine Fehler. Als Anführer des 1. Bataillons der Joint Task Force ist es Ihr Job, den Frieden im Land um jeden Preis wiederherzustellen. Verstehe, Sir. Wir räumen den anderen den Weg frei. Ich vertraue auf Sie, Major. Trotz dessen, was ich über Ihre früheren Einsätze weiß. Ich weiß von keinen Einsätzen, Sir. Selbst wenn ich von Ihnen wüsste, wäre es mir leider nicht gestattet, darüber zu sprechen. Also dann, Major. Viel Glück. Sie können wegtreten. Guten Morgen, Major. Die Aufklärung hat ein unbekanntes Schiff geortet, möglicherweise ein Waffentransport. Ich will, dass Sie Schiff und Ladung sichern. Ihr Landungspunkt befindet sich im Hafen von Mogadischu, Pier 76. Die Medien werden sich an Sie dranhängen wie Zecken. Also handeln Sie exakt nach Dienstvorschrift, Seite für Seite. Vergessen Sie nicht, Sie sind nur hier, weil ich für Sie gebürgt habe. Das bedeutet, der Führungsstab hat uns nun beide auf dem Kieker und wird alles beschnüffeln, was wir anfassen. Also laufen Sie auf Zehenspitzen, verstanden? Ich habe es geschafft. Ich habe meine zweite Chance bekommen. Eine Chance, das Töten zu beenden, anstatt es zu verursachen. Akil Farah, der Mann, der sein eigenes Volk umbringen lässt. Vor einiger Zeit half ich ihm, zum mächtigsten Warlord des Landes aufzusteigen. Ich habe für ihn gekämpft und getötet, damit das Bodenschätze-für-Lebensmittel-Programm wieder aufgenommen werden konnte. Jetzt, endlich, kann ich wieder gut machen, was ich getan habe. Feindbewegungen in Richtung Hafen. Los, los, los! Tango ausgeschaltet. Tango ausgeschaltet. Wer ist erledigt? Neues Missionsziel. Und hier eine Eilmeldung. Die von der Global Defense Alliance erst kürzlich ins Leben gerufene Joint Task Force ist in der somalischen Stadt Mogadischu in Kampfhandlungen verwickelt worden. Da der Putschist und selbsternannte neue Präsident Akil Farah die Macht erst gestern an sich gerissen hat, erstaunt die Weltgemeinschaft umso mehr die schnelle Reaktion der JTF auf die Vorgänge in Somalia. Die Frage, die sich nun stellt, ist die: Wie hoch stehen die Chancen auf Erfolg, wenn man eine so junge Einheit ohne größere Vorbereitungen in ein ihr völlig unbekanntes Krisengebiet entsendet. In Kürze mehr. Ja, Sir. Hua! So, ja. Wir sind am Hafen. Ach so, jetzt kann ich ja hier drücken. Na toll. Na toll, jetzt geht rechts, links nicht. Na, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ach Quatsch, bin ich blöde. So, alles klar. Funktioniert. Gut, hier, guck mal hier drüben. Hi.
Weiser. So, ich dachte, jetzt kommt nochmal die Einführung, aber scheinbar nicht. Also machen wir es von Hand. So, wir haben einen Stern. Vergeben wir hier. Hier können wir mal nachgucken, was als nächstes kommt. Allgemeine verbesserte Konstitution und Selbstheilung. Das ist ganz wichtig. Okay. So, das andere ist dann, ja, Pillepalle. Okay. So. Wir sollen jetzt den Dings angreifen. Ich will jetzt nochmal das mit dieser Kamerasteuerung hier. Ach genau. Hier könnte man das hier ein bisschen ankippen oder steiler stellen. Hier kann man die Karte drehen. So, wir müssen jetzt also hier zu diesem Schiff hier. Zu diesem Kutter hier. Und dazu müssen wir uns aber erstmal hier Klippel durchkämpfen. Ich habe das Klo immer so gemacht. Nur zu. In Bewegung. Schon auf dem Weg. Ach, der Arzt ist im Weg. Befehle? Ja? In Bewegung. Geht doch mal ein Stückchen zurück, dass der Mann was arbeiten kann hier. So. Brauchen Sie irgendwas, wenn Sie meinen? Ja, die Hanseln sind oftmals schon zu blöde. Die müssen wir oftmals stehen lassen, beziehungsweise erst viel später mitgehen lassen. Ja, Sir. Vor allem die Ärzte, die sterben, die fliegen die Blöde. Befehle? So, in Bewegung. Hierher. Wir können noch ein bisschen näher rangehen hier. Bin ich auf? Ja, ich bin auf doch. Ja. Okay. Ah, hier stehen doch schon solche Rübel. So. Ja, O'Connell. Rennen wir hierher. Einsatzbereit. Sir. Jawohl, Sir. Ziel gesichtet. Wer ist erledigt? Der Rübel wollte angreifen hier. Brauchen Sie irgendwas? Hua! Tango ausgeschaltet! Schon auf dem Weg. Schon auf dem Weg. Sunny herholen. Melde mich zum Dienst. Ja, dann in Bewegung! Dann verrichte mal deinen Dienst, indem du hier schon mal so. Ach, wir müssen an die Flak ran. So, wer ist hier denn heile? Nur zu. Hab sie! Das werden wir noch sehen. Hm? Okay. Zwei Mann zur Flak. Ja, Sir. Hey. Hab ich die zwei? Ja. Der eine ist mit Granaten ausgerüstet. Brauchen Sie irgendwas? So, Doktor, bleibe dahinter. Am günstigsten. Ja. Sandsäcke und manche Wrackteile können der Infanterie Deckung geben. Solche Deckungen sind mit weißen Dreiecken gekennzeichnet. Sie können das Spiel mit der Leertaste pausieren und auch wieder fortsetzen. Ach ja, genau. Manche Befehle können automatisiert werden. Sie erkennen diese Befehle an einem roten Lämpchen in der rechten oberen Ecke. Sie können diese Befehle automatisieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol klicken. Die meinen damit hier unten rechts in diesem Fenster, wo zum Beispiel jetzt hier die Handgranate und die RPG angezeigt wird. Ja. Da kann man mit der rechten Maustaste Sachen hier dann automatisch schießen oder eigentlich halt also nur auf Befehl schießen. Okay, hier zum Beispiel hier. So. Erledigt. Oh. Wer ist erledigt? So, hier war irgendjemand auf automatisch schießen gestellt. Wo ist unser Doc hin? Wir sind erschossen. Unser Doc ist tot. Hier, O'Connell. Wir haben unseren Doc verloren. Einsatzbereit. Ich hab noch. Ach nee, also. Ach, ich will gerade sagen. Ja, dann dienst du mal hier. Der Mann ist halb tot. Na, geht mal hin hier. In Bewegung. Der Mann ist halb tot. Ja. Wir hatten da jetzt so automatisch geschossen, der O'Connell, hä? Befehle? Nee. Warte, komm mal, steig du mal runter hier, Karl Otto. Mach dich mal runter, Karl. So, und du gehst jetzt mal hierher. Jawohl, Sir. Und schmeißt mal deine RPG weg. So. Danach gehst du wieder rein in die Hütte.
Du hast ja, eh Sir. Nur eine Handgranate. So, und machst dich auch rein. Doc, ja, Sir. Du stellst dich. Du versteckst dich hier hinten. Befehle? O'Connell krallt dir mal die 84 hier. In Bewegung. So, was hast denn du hier? Befehle? Ach, der hat mit den Raketen, mit der 84 ja, zugeschlagen. Der hat damit zugeschlagen. Verdammte Moskitos. So, jetzt hat er auch die 84 in der Hand, ist auch auf automatisch feuern. So, wir müssen jetzt hier runter. Schon auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass ich die noch hier drinne brauche. Bin mir jetzt nicht gerade nicht ganz sicher. Wenn Sie meinen. Ich muss mal wieder rausziehen hier. Wenn Sie meinen. Oh, ich hab's ewig lange nicht mehr gespielt. Das werden wir noch sehen. Auch mit dem Auto können wir auch fahren, gell? Ja, die können auf jeden Fall. Die können auf jeden Fall raus hier. Einsatz bereit! Befehle! In Bewegung! Das macht er manchmal, wenn er nicht hier direkt den Kreis, das Ding hier kriegt. Befehle? Dann macht er manchmal Scheiße. So. Schon auf dem Weg! Ja. Wie war das jetzt hier? Ich weiß noch, hier kommen jetzt gleich welche. In Bewegung! Oder hier sind auch irgendwo welche. Nur zu! Ich bin mir halt bloß nicht ganz sicher, ob das ich mal links sehen. Rum oder rechts rum. Geschütz voraus! Gehen Sie in Deckung und schalten Sie es mit den Panzerabwehrraketen aus! Wo ist das Geschütz? Wo ist ein Geschütz? Wo sehe ich hier ein Geschütz? Ach, hier! Hier! Ach, genau, hier war das. Das werden wir noch sehen. Genau, jetzt muss ich mich hier ranschleichen an das Geschütz. Oh! Solchen Vögel? Tango ausgeschaltet! So, wir haben einen Fähigkeitspunkt gekriegt, den wir aber gleich mal umsetzen. Schon auf dem Weg. So. Schon auf dem Weg. Wo war das Geschütz? Hier. Ziel gesichtet! Wenn Sie meinen. Huch! Ey, helft mal euren Mann hier. Einsatz bereit! Sir! Jawohl, Sir! Hua. Tango ausgeschaltet! Wer ist erledigt? Los, los, los! Ziel gesichtet! Befehle? Ja, weg. Wenn Sie meinen? Wo ist der Doc? Da steht da hinten. Da steht da hinten ein Gehen. In Bewegung! Schon oh, auf dem das Weg. Das war jetzt knapp. Da habe ich mich ein bisschen zu weit vorgewacht hier. So. Hilfe ist auf dem Weg! Befehle? Die sehen jetzt echt aus, die sehen noch gut aus. Och, das war jetzt knapp. Jetzt wird er uns fast abgenippelt, der Kollege. So, jetzt sind wir noch gut. Können wir ja, lieber hierher. Sir. Lass dich mal untersuchen. Nicht, dass hier scheiße aussieht. Auch irgendwie einer sieht scheinbar scheiße aus. Ah, guck, dem fehlt. Die haben sich einen Zahn rausgeschossen. So, okay. Dann macht euch mal hierher. In Bewegung. Battle Group. Befehle? O'Connell ist im Übrigen nicht mein Lieblingscharakter hier, gell? Den kriegt man erst. Ja, der schießt drauf, wenn sich bewegt. Befehle? Wen hat's erwischt? Okay. Nur zu. Schon auf dem Weg. Doc, wo stehst du? Du stehst hier gut. Melde mich zum Dienst. Okay. Schon auf dem Weg. Steck dich mal hier hinten, dass du mir nicht abnippelst. Und Moment mal, nee, komm mal hierher. Doc, und geh mal hierher und. In Bewegung! Tu mal hier ein bisschen die Breder heilen. So. Muss mal langsam mal hier ein bisschen drehen. Cool, hier mit dem Schiff hier, gell? So, wo ist der Doc? Hast du alle geheilt? Gut, dann versteck dich hier hinten am besten. In Bewegung! Nicht, dass du uns abnibbelst hier. Was steht hier? Slow. Mhm. So. Und nur ihr zu. Steht mal auf hier alle. Das hier nur nicht. Zu. So, jetzt muss ich mal gucken, wie waren das jetzt hier?
Irgendwas, irgendwo hier eine Mausefalle. Ich geh erst mal hierher. Mal sehen, ob das klappt. Schon auf dem Weg. Befehle? Das Geschütz haben wir ja weggemacht. Okay. Sir, jawohl, Sir. Klappt. Doc. Befehle? Hilfe ja, ist ja. Auf dem Weg. So. So, hier ist das Schiff. Oh. Ja? In Bewegung. Ach genau, ja, das mit Maustaste kann ich anhalten hier, gell? Das Spiel. Spiel pausiert, genau. Schon auf dem Weg. Ach so, und dann kann ich Befehle geben und dann kannst du alle mit E mal losrennen. So war das, genau. Wenn Sie meinen. Und nun live zu unserer Korrespondentin in Somalia. Hier ist Pepper Morgan live aus Mogadischu, wo die JTF immer noch große Mühe damit hat, den Hafen der Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Tatsache, dass die JTF in Aktion getreten ist, dürfte nur für die wenigsten überraschend gekommen sein, da Somalia, seit der brutale Warlord und selbsternannte Präsident Akil Farah das Ruder an sich gerissen hat, in Bürgerkrieg und Chaos abzudriften droht. Farah werden Verbindungen zum internationalen Terrorismus nachgesagt. In Kürze weitere Einzelheiten. So. Doc, wo bist du? Doc? Doctory? Ach, da ist er irgendwo. Hier ist er irgendwo. Ach, hier ist er. Hier ist Sunny. Hier ist Sunny. Versteck dich mal hier hinten. In Bewegung. Ich glaube, es geht schneller. Das ist das Schöne. Kannst du mal, wenn du Leute positionieren willst, die sollen mal ein bisschen schneller laufen, kannst du mal auf schnell gehen, ja. So. Okay. So. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier irgendwo noch... Nee, Kran. Ich muss mich erstmal hier irgendwie ja? Ranschleichen. Ohne möglichst abgeknallt zu werden. Oder mache ich gleich mal hier hinten lang? Das werden wir noch sehen. Dann lass mich mal hier hinten lang gehen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier hinten noch was war. Am Kran. Nee, nicht? Wenn Sie meinen... Wenn Sie meinen? Hier ist unser Ziel. Ja. Wenn Sie meinen? Oh. Weg. Zurück. Schon auf dem Weg. Da kommen die bösen Jungs. Schon auf dem Weg. Da kommen die bösen Bewegung. Jungs. Einsatz bereit. Komm hier, Sir. Ja. Jawohl, Sir. Gruppe. Kommt, das ist mal ein bisschen schneller. Der wird gleich gegrillt hier. Da kam hier ein ganzer Arsch von diesen Vollpfosten. Einlegen. Befehle in Bewegung. Die hat keiner gesagt, dass sie sich hinlegen soll. Das werden wir noch sehen. Ja, Sir. Auf hin. Helft mal euren Kommandeur hier. Der ist erledigt. Tango ausgeschaltet. Erwarte Befehle. Hab sie. Au ab hier. Au in ab Bewegung. Hier. Den hat's erwischt. Boah. Erledigt. So. Lebt unser Doc noch? Unser Doc ist tot. Ach nee, doch. Hier, Sunny. Da ist noch am Leben. Schon auf dem Weg. Haben die uns von hinten im Gang, die Schweine. Komm, reparier mal. Deswegen brauchen wir auch immer mehrere Sunnies, dass sie sich gegenseitig helfen können. Das können sie nämlich dummerweise nicht sich selbst heilen. Die können die anderen heilen, aber die können sich nicht selbst heilen. So, wie sieht der Konnel aus? Hier drüben sieht man, am Dings sieht man hier, wie der Dings steigt hier. O'Connell müsste gleich wieder heile sein, okay. In Bewegung. So, wie sieht es mit den Brüdern hier aus? Schon auf dem Weg. O'Connell? Ja, O'Connell. Wenn Sie meinen.
Hat er da nicht ein Dings abgeschossen? Eine 84? Wenn Sie meinen. So, Doc, bitte ich mal hier. Befehle? In Sicherheit. Hilfe bringen. Ist auf dem Weg. Du bist ein wichtiger Mann. So, und ihr feigen Schwein, steht mal auf hier. Hier wird es gekämpft. Nur zu. Schon auf dem Weg. Vor. Na, in komm. Bewegung. So, gehen wir das hier. Das werden wir noch sehen. Wenn Sie meinen. Geh mal in die Sandsackstellung rein. Nö. Wollen wir schon aufs Schiff gehen? Wie ging das aufs Schiff drauf? Ach, hier ging es aufs Schiff rauf, genau. Ne, hier? Hallo? Schon auf dem Weg. Komplette Battle Group hier rauf. So, Sie können den Commander auswählen, den Sie auf sein Porträt in der rechten Bildschirmseite klicken. Doppelklicken Sie das Porträt, um die Kamera auf die Position des Commanders zu setzen. Ah, guck an. Was? Ein Offizier kann bis zu 9 Fähigkeiten haben. Offiziere aus verschiedenen Bereichen entwickeln verschiedene Fähigkeiten. Manche Fähigkeiten ermöglichen es Offizieren, Luftunterstützung oder Satellitenaufklärung anzufordern. Jegliche Unterstützung kostet Geld und der entsprechende Betrag wird von ihren Geldmitteln abgezogen. Okay. Noch ein Hinweis? Klappe Digmo mal hier den drauf. Ja. Funktioniert. So. Schon auf dem Weg. Na alle, bitteschön. Ja, in Bewegung. So. Aber jetzt fangen die hier klein zu ballern, weil ich mich erinnern kann. Oder? Komm erwarte mal her. Erwarte Befehle, in Bewegung. Ach mein, das machen sie gerne, sie stehen im Weg Einsatz rum. Einsatz bereit. So, lass den Mann mal hier durch. Oh. Lass doch den Mann mal hier seine Arbeit machen. Jetzt. Hier, O'Connell. So. Schon auf dem Weg. Vielleicht muss man hier ran. Schon auf dem Weg. Das werden wir noch sehen. In Bewegung. In Bewegung. Jetzt schießt er schon Leila ab. Ziel eliminiert. Gut, dann. Schon auf dem Weg. Machen wir weiter hier. In der Nähe sind Verwundete. Hua! Wo sind Verwundete? Haben sie uns noch nichts abgeschossen? Nee. Gib ja, mir mal. Sir. Und Doc hier. Oh! In Bewegung! Hinein, Leute. Unser Commander ist in Gefahr. Wen hat's erwischt? Ach, was ist nicht mit der Dings steuern hier? Wen hat's erwischt? Sir, das Schiff wurde gesäubert. Was immer hier auch war, jetzt ist es weg. Wir haben außer ein paar Unterlagen und einem Notebook, das wir auf der Brücke entdeckt haben, nichts finden können. Das muss genügen, Major. Wir haben Satellitenbilder von dem Schiff angefordert. Keine Sorge, schon bald wissen wir, wo die restliche Ladung abgeblieben ist. Gute Arbeit. So, alle primären Ziele wurden erfüllt. Sichern Sie das Frachtschiff. Du hast deinen Einsatz abgeschlossen. Okay. So. Ah, und jetzt kriegen wir, und jetzt können wir hier den einen Offizier auswählen. Und das suche ich mir natürlich zuerst einen Sanitätsoffizier aus. Ich würde zwar gerne alle befördern, geht aber nicht, wie ihr seht. Okay? So. Hier ist der William der Berg. William Dr. Berg. Gut. Hat er mal lustig. Wir haben immer mal lustige Namen hier. Okay? So. Und das ist also quasi meine Offiziersauswahl dann später hier. Okay. Ranger-Offizier, man sieht ja, was sie haben. Also wie gesagt, er hatte zum Beispiel hier den Ausrüstung anfordern, Infanterie anfordern, Fahrzeuge anfordern. Okay. Das ist zwar ganz nützlich, okay, aber in der ersten Phase nicht unbedingt nicht unbedingt nötig. Okay. Viel wichtiger ist jetzt hier, dass er sich selbst behandeln kann, gleich mit der ersten Fähigkeit.
gell? Und steigert die Heilungsrate des Offiziers, gell? Also Schnellheilung. Das geht dann, wenn der heilt, dann geht das zack und da ist der ratzfatz und da ist das, sind die geheilt. Er kann Behandlungsstation, kann also einen Dingstierten in seiner Reichweite in mobiles Hospital umwandeln und jeden in der Nähe heilen. Okay, also das ist auch ganz, ganz günstig. So, also diese FRSV, das sind diese mobilen Werkstätten da eigentlich. Okay, so. Er kann Ausrüstung anfordern, Nachschubkiste mit wichtiger Infanterieausrüstung anfordern. Er kann hier Infanterie anfordern, Spezialeinheiten und so weiter, also quasi was der auch kann hier. Okay. So kann er dann in der zweiten Dings auch machen, also in dem zweiten Dings hier Fahrzeug anfordern und so. Okay. So. Auf wenig Worte ist mein Scharfschütze. Das ist mein wichtiger Mann. Das ist mein bester Mann. Okay. So, aber das kommt dann erst später. So. Okay. Allem Anschein nach haben wir mitten in ein Hornissennest gestochen. Unsere Landezone steht unter permanentem Beschuss. Zum Glück schießen diese Anfänger, als hätten sie mit Computerspielen trainiert. Aber das Beste kommt noch. Das Frachtschiff, das sie durchsucht haben, hat keinen Ursprungshafen. Den Unterlagen zufolge dürfte das Ding gar nicht existieren. Die Analyse der Satellitenbilder hat ergeben, dass ein Teil der Schiffsladung vor der Explosion auf einen Konvoi verladen wurde. Wir suchen bereits danach. Da wir nur wenig Zeit für die Missionsvorbereitungen hatten, ist außerdem ein Teil ihrer Ausrüstung nicht rechtzeitig vor Ort eingetroffen. Sie müssen daher den Flugplatz südwestlich ihrer Position sichern. Sonst stehen sie ohne Nachschub da. Viel Glück. So Leute, da wisst ihr schon, was euch im nächsten Stream bzw. im nächsten Video, wenn ihr Video schaut, im nächsten Video blüht. Okay. Ich beende jetzt erstmal hier den Stream. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ich habe einen Bärenhunger. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dran gehabt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja das mit einem Like bewerten. Wenn euch der Stream gefallen hat und ihr möchtet weiterschauen, dann müsst ihr natürlich einfach nur auf Folgen drücken und schon könnt ihr mir beim Rest des Spiels noch zuschauen. Ich kann euch versprechen, es wird ein richtiges, schönes, spannendes Spiel. Also jetzt, das war ja eine verhältnismäßig einfache Mission, aber später nachher, da wird das nachher noch richtig, richtig hart mit viel Taktik und viel hin und her gemacht. Gell? Und noch einigen Toten und so. Gell? Also ist nicht so, dass ich da unverwundbar bin in dem Spiel. Gell? Im Gegenteil, also da nippelt man auch schon mal ab. Gell? So, und darf die Mission nachher von vorne anfangen oder sowas, gell. Also es wird auf jeden Fall noch spannend, gell. Schöne Orte zu sehen, gell. Also gerade hier in Bagdad und so, gell. Sind noch ein paar schöne Orte zu sehen, gell. Wir können den A10 steuern oder hier den Hubschrauber können wir steuern, einen Haufen Kampfhubschrauber und lauter so ein Zeug, gell. Also wird wirklich richtig, richtig schön spannend, gell. So. Ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal Tschüss und weg, euer Sheradan.